Ja, hi, willkommen. Mein Name ist dann die Royal P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir Alicia einen Besuch abgestattet, im Gänsefüßchen Besuch, und haben gegen Simone gekämpft, welche jetzt, glaube ich, heulend da in dem Gang rumliegt. Und ja, wir sind jetzt hier in Camlann, ja, und suchen immer noch Heldalf. Finde ich gut, dass ich den Herrscher des Landes hier aufgelevelt habe und es nichts gebracht hat. Ich bin überhaupt nicht schneller jetzt. Ist ja auch nicht die Helions auf der Karte oder so. Ich habe ja gar keinen Herrscher des Landes zur Verfügung. Was? Wo kommst du her? Verschwinde! Nein! Boah. Bin schon nicht zu stark, habe ich das Gefühl. Ich werde jetzt vor jedem Kampf flüchten. Ich dachte, ich irgendwelche Erfahrungspunkte kriege oder so, ne? 30 Erfahrungspunkte, 60, irgendwie so was. So verliere linke Tour. Aber das ist ja Dorf, ne? Das ist bestimmt eine Entdeckung. Sag ich doch. Gründungsdenkmal von Camlann. Das Moment in Camlann. Leila, Punkt, Punkt. Warte mal, brauchte ich nicht irgendwie einen Punkt oder so noch für irgendwas? Ich verliere sowieso die Übersicht. Da ist eine Goldtruhe und da ist der Finstertölz. Oh, nee. Heilung? Ja, okay, gut. Verteidigung? Nee. Nee. Verliert er ja seine 1000 Verteidigung, Artangriff. Kannst du mir mal sagen, was du hier machst? Reich von Finster Turtles. Ja. Hätte ein bisschen öfter kaufen sollen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, den werde ich ausgehen aufleveln. Mir vorstellen kann, dass der gut was gibt an Klamotten. Was haben wir denn da? Wer oder was bist du? Odin? Ist das Hugh? Odin, was? Er ist tatsächlich Odin. Der Name von Odins Speer, Gungnir, bezieht sich darauf, wie kampflustig er wird, wenn er in der Nähe kommt. Es ergibt Sinn, du weißt so viel über diese Dinge, Leila. Seine Blitzangriffe sind wirklich gewaltig. Ich achte alle darauf, die KP oben zu behalten. Müsste eigentlich an Odin von Final Fantasy denken. Und tatsächlich. Wow. Wow, wir machen den fertig. Er kann nur. Wart. Er kann nur vor Verzweiflung stöhnen. Oh Gott.
Sehr gut. Was das? Das ist ein wenigen Schaden hier. Wenn jemand noch im letzten Moment verreckt, ne? Oh Mann. Was? Kann ich weiter? Autsch. Autsch. Boah. Ja, weg von denen. Ja. Aber hört auf, euch immer trennen. Mein Gott. Boah, ey, ihr macht mir ja echt schwierig, wisst ihr das? Ich kann nicht flüchten, willst du mich auf den Arm nehmen? Boah. Am Anfang hau ich den hier ohne Ende weg, ne? Kaum verliert er ein paar AP, ist er unmöglich zu besiegen, ja. Oh, ich hab keine. Mein Gott, ey, was ist denn hier mal los? Ach ja, boah. Ja, leider muss es am Leben bleiben. Ich brauche keine Barriere, ihr braucht Barriere. Weil ihr mit einem Schlag frei. Hi, euch. Am Schauen. Am Schauen. Oh Gott. Nein. Boah, musstest du ausgerechnet die betäuben? Oh nee. Nein. Ich muss schon wieder warten, bis hier jemand am Leben ist. Bis Edna am Leben ist. Oh mein Gott. Ja komm. Mach mich kaputt. Es ist ja blöd, ich kann jetzt hier nicht raus. Außer ich gehe drauf. Ich kann auch nicht flüchten. Ich bin so blöd, die verrecken schon wieder alle hier. Das ist kacke. Und ich kann nicht verrecken, weil er die ganze Zeit ausweicht hier automatisch. Ich tue noch nicht mal ausweichen. Alter, ehrlich. Also typische Street Fighter Logik. Versucht mal irgendwie ein Kampfspiel zu spielen. Versucht absichtlich zu verrecken. Gegen irgendwelche unmöglichen Gegner, die ihr nicht besiegen könnt. Wenn ihr nur stehen bleibt und nichts macht, dann dauert es viel länger, bis er verreckt. Oh, ehrlich. Oh, ehrlich. Ja, blieben. Oh, ich war da. Sieh ich natürlich wieder nichts ab. Weil sie aus, als würde er irgendwie ersticken. Ja, er hört sich so an, als würde er ersticken. Man sollte mal auf euch lieber bei ihr reinsetzen, ne? Ihr seid irgendwie schwächlicher. Wisst ihr, oder?
Komm. Digga, putz, war schon wieder so ein blöder Kampf, ja, ne? Er dürfte eigentlich nicht so lange dauern. Ich will nur wieder alle am Leben halten. Das macht mir halt Spiel wieder so richtig schwer. Boah, ihr seid da echt. Komm schon. Haben sich natürlich wieder getrennt. Ja. Komm schon. Was soll? Was soll gar nicht so viel AP? Komm her. Oh mein Gott. Getränkte Kugel erhalten. Träges Schwert erhalten. War schon wieder viel schwieriger, als es eigentlich hätte sein müssen. Nur weil ich wieder alle am Leben halten musste. Angriff plus 10. Das Schwert, das alle ritualen Schwerter vereinigt. Seine Grundparameter werden sich allerdings niemals verbessern. Angeblich verwandelt sich diese Kugel in eine Segenkugel. Wenn man ein paar Jahrhunderte wartet, steigt die maximale KP aller. Okay. Was zum Teufel? Ich habe so das Gefühl, ich muss vielleicht ein paar Kämpfe damit abschließen, damit ich dafür Sterne bekomme oder so, ne? Irgendwie sowas. Vielleicht kann ich es dann benutzen. Würde ich jetzt mal so raten. Ja, Odin war zum bestimmten Punkt schwer. Warte mal, speichern. Erstmal wieder neue Sachen holen, ja. Alle haben Erfahrungspunkte bekommen. Wir sind Level 90. Oh mein Gott. Keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, ich muss das Trägeschwert ein paar Mal benutzen, damit ich Sterne dafür bekomme. Und dann vielleicht ist vielleicht stärker. Sagt mir nicht, ich muss jetzt irgendwie verschmelzen oder so, weil das, darauf habe ich keinen Bock. Das ist mir zu nervig. Sollen die bitte nicht nochmal machen in solchen Spielen. Und Tales of spielen. Wie eine leere Seite, okay. ところがなんと融合価格もお値打ちどころか最安値更新一家に一台ヘッポコ装備結局ヘッポコなんかしかも10回融合してから地の主のもとへお越しいただくとなんと Ja, irgendwie schon. Boah, ich muss echt verschmelzen oder irgend so ein Dreck. Boah. Das wird nervig. Muss man noch mal, in Graces machen. Ich glaube, da muss man einmal so eine Kugel finden. Und ich glaube, die Waffe. Oder irgendwie so, ich weiß es nicht. Aber mit ultimativen Waffen wollte ich mich vor dem Ohr kratzen. Ne? Mit Kopfhörer. Ja, mit den ultimativen Waffen haben sie sowieso irgendwie nie hingekriegt hier bei Tales of Spielen, fand ich. Muss immer irgendwelche bekloppten Sachen machen. Und dann, wenn man sie gemacht hat, sind keine Bosse mehr übrig. Siehe Tales of Darbis. Wo du erst das Potenzial der ultimativen Waffen freisetzen konntest, nachdem du den stärksten Boss im Spiel erledigt hast. Was die, ja, Benutzbarkeit vollkommen, oh Norman, die Benutzbarkeit vollkommen unbrauchbar macht.
Sämtlicher Schaden reduziert um 30. Okay. Leila, wo sind deine Klamotten? Das ist auch wieder so eine Sache. Ich tue jetzt irgendeinen Effekt da reinpacken. Irgendwann finde ich wieder stärkere Ausrüstung, dann bringt der Effekt mir auch nichts mehr. Da ist noch irgendwas. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Wandruine von Hirten Michaels Haus. Ich weiß Michael, aber Michael. ミケルさんの家だ。ミケルさんの家だ。ミューズさんも一緒に住んでたんだよな。ああ。つまり人間の赤ん坊だった僕も暮らしていたんだろうね。ミクリオの故郷なんだよな。カムラもスレイにとっても、だろ。そうなんだよな。実感ないけど、歴史的事実だね。僕たちの。けど、俺の故郷は伊豆地だ。 Okay. Ist noch ein Boss. Nein, geh weg. Ja, wir haben den einen gemacht, dann werden wir den jetzt auch machen. Aber wenn wir es nicht schaffen. Ja, dann müssen wir die ganzen Unbeteiligten hier aus dem Weg räumen. Von hier. Was? Aber was bist du denn für eine Höllenkonstruktion? Wie, du heißt Gilgamesh. Sieht schon aus, als hättest du 6 Arme und ganz viele Schwerter oder Waffen. Du bist echt Gilgamesh, oder? Wenn du Gilgamesh heißt, ne? Okay. Ich als nächstes erwarte. Ich wusste nicht, wie er auswendig hieß. Boah. Hier und sie mehrere Kreaturen nachempfunden sind, sind oft sehr stark. Einige von ihnen sind tatsächlich eine Verschmelzung mehrerer Lebensformen. Er hat vielleicht mehrere Gehirn, aber das ist kein Vorteil, wenn die Zusammenarbeit einfach nicht funktioniert. Und uns könnte er da noch was lernen. Naja, zumindest klappt es bei den meisten ganz gut. Yay, du musst dich gegen Wasser immun. Ja, vielleicht was zu essen einsetzen sollen, weil das stimmt eigentlich nicht. Ja. Hekan Ton Scheren. Hätte ich neben dem aussprechen können. So ist auch die Essbar von Vanille aus Final Fantasy 13. Der war auch so ein Viech mit ganz vielen Händen. Ach, komm her. So, jetzt geht schon wieder gut los, ne? Und beobachte. Geht schon wieder los. Ah, schön. Du bist zum Glück gegen Wasser anfällig, deswegen kann ich dir ordentlich Schaden machen. Eben. Heilig. Oh, du bist jetzt nicht. Okay, ich dachte. Bin auch noch hier, ne? Ja, jetzt geht schon wieder irgendwie nicht. Vorhin habe ich den voll blöden Schaden gemacht und jetzt geht er wieder nicht. Boah. Warum tut ihr euch auch entbinden? Ganz ehrlich. Bah. Doch. Ich dachte mal wieder, warum geht er auch euch auseinanderbinden? Er hat dann davon wieder. Ja, jetzt kann ich ihn sowieso wieder nicht retten. Leila, renn weg.
Boah. Das ist immer so ein Verzweiflungsakt hier. Ja, und wenn ich die, wenn ich wechsle, dann gehen die wieder und trennen sich. Das ist kacke. Wenn man irgendwie besser einsteigen können, ja. Boah, jetzt kommen wieder meine Pfeile nicht runter. Was ist das? Komm schon. Oh mein Gott. Was machst du? Oh, sehr gut. Rührt ihn einfach weg. Das ist immer so verzweifelt, ne? Oh nein, verdammt, was mache ich da? Ja, jetzt. Ich will warten, bis Edna lebt. Nein, nicht schon wieder. Arsch mich hier nicht. Du klingst aber wie Odin, muss ich, wie Gilgamesch, muss ich sagen. Was macht ihr da? Habt ihr eigentlich einen Todeswunsch oder was? Ihr habt echt irgendeinen Todeswunsch, kann das sein? Nein, Mann. Oh. Was? Das ist einfach verschwunden. Hier auf den Arm nehmen. Ich will wechseln. So, wer tut euch jetzt wieder wegbinden? Was die machen? Ich musste noch nie so viel babysitten wie in diesem Spiel, ganz ehrlich. Das ist so schlimm. Noch nie waren die Charaktere so zerbrechlich wie in diesem Spiel. Thank you, bye. Man kann zum Abend leben. Ich geh jetzt auch mal näher ran, damit du vielleicht nicht anders. Das war nicht wahr sein. Jetzt haben wir dich. Boah, Leute. Das ist nicht witzig. Trink die Kugel und Schädiger Dolch bekommen. So. Wow. Immer noch HP ab? Ich glaube ja, ne? Alter. Vor allem jeder Kampf läuft ja gleich ab. Erst mache ich den voll fertig, ziehe ungefähr die Hälfte ab und danach geht alles den Bach unter. Also ja, keine Ahnung. Lass mich wieder ein paar neue Sachen holen. Ja, so mal. Aloha huppt. Aloha, Aloha. Ja, ich glaube, ich sollte halt hier ein bisschen aufleveln in den Shop. Ich glaube, ich auch offscreen machen. Nach dieser Aufnahme. Ja, lass mich raten. Schäbiger Dolch. Verteidigung. Der einzige Dolch, der mit anderen Dolch verschmelzen kann. Seine Grundparameter werden sich allerdings niemals verbessern. Okay. Gut, dann war ich, würde ich sagen, das war ja schon wieder genug Abenteuer für ein Part.
Das gehört völlig weg. Kann ich mich jetzt hier überall... Ah. Wir gehen dann mal, gehen wir mal nach Zoes Haus, obwohl da kann ich mich glaube ich nicht heilen. Gehen wir noch mal in ein Gasthaus, heilen uns und dann werde ich mal suchen, ob ich den Turtle Shop ein bisschen aufleveln kann auf Screen. Ich habe ja wieder Kohle jetzt, ne? Ja, ein bisschen. So, es geht. Ja, nein, vielleicht. Nein, okay. Wie sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge gehen wir dann weiter hinein nach Camlann. Und gucken, wie es da weitergeht. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sag Tschüss, bis zur nächsten Folge.